Hi und ein herzliches Willkommen bei Tienchen TV. Heute wieder in der Zusammenarbeit mit der Facebook-Gruppe Miteinander fantasievoll gestalten und diesen Monat zum Thema Geburtstag. Und da ich noch ein Geburtstagsgeschenk brauche und schon ganz lange kein Flipbook mehr gemacht habe, möchte ich heute mit euch mal wieder ein Flipbook machen. Die Umschläge sind 15,5 x 15,5 und meine Papiere, die ich mir rausgesucht habe, sind 15 x 15. Das heißt, ihr braucht nichts mehr zu schneiden, sondern könnt direkt mit einem kleinen Abstand diese Seiten auf diese Umschläge kleben. Zunächst möchte ich die Umschläge aber schließen. Das könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband machen. Oder mit Flüssigkleber. Ihr könnt sie auch anlecken, wenn ihr Lust habt. Oder könnt einen Prittstift oder sowas benutzen. Das Wort ist mir jetzt völlig entfallen gewesen. Hier so ein Klebestick. Ich denke, der wird halten. Ich klebe sie mir jetzt erstmal zu. Ich nehme Taggy dafür. Und dann will ich oben einen kleinen Schlitz wieder zum Öffnen machen, denn für ein Flipbook, in dem ein paar Goodies verschickt werden sollen, brauchen wir ja Taschen. Und damit wir uns die nicht so zusammenfriemeln müssen, bieten sich da Umschläge an, weil da habt ihr ja schon zwei Lagen. Ihr könnt auch eine andere Version machen, wo ihr diese Klappen hier als Bindelaschen benutzt, aber ich mache es jetzt so und dann mache ich mir da oben ein kleines Stückchen auf, denn ich möchte die ja als Taschen benutzen. Ich hole mal meine Maschine und schneide nur minimal. Ich lege mir alle drei aufeinander, damit der Schnipsel, den ich abschneide, auch bei allen gleich groß ist. Guck, dass sie auch aufeinander liegen und mache mir dann einen ganz kleinen, das sind vielleicht so 2 mm, einen ganz kleinen Schnitt, hier so ein bisschen nur, damit die oben wieder geöffnet sind und ich da meine Goodies reinstecken kann. So, das hat geklappt. Da wir sie aber wieder zusammenfügen müssen, denn wir wollen ja ein Flipbook haben, habe ich mir hier von meinem Nassklebeband 4 Streifen abgeschnitten. Also das ist 5 cm und ich habe sie mir jeweils halbiert, weil mir das für diese kleinen Dinger da vollkommen reicht. Und dann mache ich das so, als würde ich ein Album verbinden. Also das wird ein Flipbook auch zum Thema Geburtstag. Dann lege ich mir die so aneinander mit einem ganz, ganz minimalen Abstand. Oder ich mache das so wie beim Buch, ich lege es erst an. Also mein Nassklebeband. Und dann drehe ich es um und lege mir den Umschlag von der anderen Seite dagegen. Und dann sehe ich besser, wie groß der Abstand ist. Also immer umdrehen, so habe ich es ja bei dem Würfel auch gemacht. Damit ich genau sehe, wie breit hier mein Abstand ist. Wenn ihr das von der anderen Seite klebt, seht ihr das nicht. Deshalb so rum. Also jetzt das gleiche nochmal in grün zum Mitschreiben. Ich mache mir mein Nassklebeband hier nass. Dann nehme ich es so, dass ich die Umschläge an der Unterseite klebe. Und dann nehme ich den anderen. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Öffnungen alle oben sind. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt könntet ihr ja das ganze Ding auch noch umdrehen, falls ihr euch verklebt. Und dann guckt ihr hier, dass ihr ein bisschen Abstand habt, damit man es schön flappen kann. Also schön klappen kann, aber nicht zu stark. Also der Abstand darf nicht zu groß sein. Und die anderen beiden, also ich brauche 4, weil ich klebe mir jetzt hier auch nochmal 2 dagegen. Auf der anderen Seite. Also es ist praktisch so, wie wenn ihr ein Albumcover klebt.
Die Feuchtigkeit reibe ich mir ein bisschen raus mit einem Tuch. Und jetzt haben wir hier noch die letzte. Die kommt hier drüber. Dann lassen wir das ein bisschen trocknen. Und dann können wir das falten. Aber zuerst lasse ich es mal trocknen. Und jetzt sind alle Öffnungen oben, so wie es sein soll. Die werden wir aber noch ein bisschen bearbeiten, damit man besser reingreifen kann. Wenn es getrocknet ist, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ihr Lieben, ich habe nochmal umdisponiert. Und zwar wollte ich gerne oben in den Taschen eine Bordüre haben. Und deswegen wird auch hier dieser Streifen für die Verbindung, wenn ihr den nicht über die Bordüre kleben wollt, das bleibt natürlich euch überlassen, der wird etwas kürzer. Also ich habe die Bordüre hier mit dem Stanzer gemacht und dann wird der Streifen nur 14 lang, weil ich hier an der Bordüre nicht kleben wollte. Ansonsten ist alles geblieben, wie es war. Also ich habe es nochmal frisch gemacht, weil der Stanzer kommt nicht durch diese beiden Nassklebebänder durch. Habe ich probiert, das hat es mir total zerfetzt, weil einfach durch den Kleber und durch diese mehreren Lagen, das packt der Stanzer nicht. Also habe ich mir neue genommen, neue Umschläge, die auch wieder zugeklebt. Wie gehabt, oben ein bisschen aufgeschnitten und dann habe ich sie erst gestanzt und dann zusammengeklebt mit einem Streifen, der ein bisschen kürzer ist. Der einzige Nachteil ist, wenn ihr eure Bordüre nicht zukleben wollt, also so, was ja blöd wäre, ihr müsst euer Papier, was eigentlich vorher super gepasst hat, oben und unten oder je nachdem, was ihr für ein Motiv habt, eben an einer Seite ein bisschen kürzen. Ich habe es jetzt der Gleichmäßigkeit zuliebe, damit ich nicht einmal einen Schnitt habe, der mir das Motiv zerstört, oben und unten jeweils ein bisschen abgeschnitten, um dann eben diesen Zentimeter auszugleichen, ein halber oben, ein halber unten. Und die Bordüre möchte ich gern freilassen und möchte hier auch noch zusätzlich, damit man hier weiß, da ist was drin, nochmal so einen Halbkreis reinstanzen. Das wollte ich aber eigentlich erst machen, wenn ich das Papier drauf geklebt habe. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das nicht total bescheuert aussieht, wenn ich da jetzt so ein Ding reinstanze. Also hier so ein Stückchen ins Papier. Ich werde mal warten und werde mir jetzt erst die Papiere aufkleben. Also ihr habt jetzt hier 6 Seiten, 3 vorne, 3 hinten und habt 3 große Taschen und die könnt ihr dann einmal so und einmal so einklappen und die werden dann so, wird dann so geöffnet. Also ihr kennt es sicher alle noch. Man kann das jetzt optional noch mit einem Band versehen, dass man also hier und hier ein Band klebt, damit man das hier zusammenbinden kann. Ich habe noch keinen so einen richtigen Plan, wie ich es dekorieren werde, weil ich habe halt schon lange keins mehr gemacht. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Also man denkt immer, basteln, naja, ist ja egal, ne? Basteln ist basteln. Aber wenn man längere Zeit irgendwas nicht gemacht hat, muss man sich erst wieder ein bisschen umgewöhnen. So, ich werde jetzt ganz vorne. Ich überlege jetzt, wie ich mir das anordne, weil es soll natürlich vorne irgendwie noch ein Stempel oder eine Deko oder irgendwas drauf, was dem Beschenkten auch sagt, das ist für deinen Geburtstag. Und diese Seite, die habe ich zweimal, glaube ich. Ne, die sind alle ein bisschen anders. Da sind die Bustiers oder diese Schneiderpuppen. Hier ist das Mädel. Hier sind nur Blumen. Und hier sind auch nur Blumen, aber da ist seitlich nochmal ein Pinsel drauf. Ansonsten sieht es ähnlich aus. Ja, ich werde mal gucken, wie ich es anordne. Wie man Papier einklebt, brauche ich euch jetzt nicht mitzunehmen. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich werde jetzt probehalber irgendwo so ein Ding mal mit meiner Kreisstanze mal versuchen, wie das aussieht, wenn ich da ein Loch reinstanze.
zumindest auf der Innenseite jeweils. Oder ob ich das einfach so lasse. Ich weiß es nicht. Wenn ich es weiß, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. Natürlich werden alle Seiten distressed. Es soll so ein bisschen Vintage-Shabby-mäßig werden. Mache ich wieder mit meiner Vintage-Foto. Und dann klebe ich sie auf. Und dann überlege ich mir, wie ich weitermache. Soweit bin ich jetzt. Ich habe also die Papiere alle aufgeklebt. Habe mir vorne schon mal in so verschiedenen Lagen mit so kleinen Kärtchen, auf dem einen steht hier schon Happy Birthday drauf, so verschiedene Lagen übereinander geklebt, so ein bisschen so eine kleine Collage gemacht aus verschiedenen Tags. Und habe mir jetzt auf der Innenseite, also außen seht ihr, ist die Bordüre noch schön. Überall außen ist sie noch schön. Ich habe mir nur innen diese Halbkreise reingemacht. Die sind von außen nicht zu sehen, aber man kann dann hier besser reingreifen, weil man diese Bordüre hier oben besser auseinander machen kann. Dann habe ich hier solche Kärtchen gefunden, die mir zum Geburtstagsthema gepasst haben. Jetzt habe ich so aufgeklebt, dass man hier unten noch was reinstecken kann. Und das hier habe ich nur so aufgeklebt, dass hier seitlich offen ist. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Dann habt ihr ja, wenn ihr diese Sets kauft, zu den Umschlägen auch immer Karten. Und die Karten habe ich mir rausgesucht und habe mir hier mit der Eckstanze von der Martha Stewart, das war also ein komplettes Set, die passt hier oben zu dieser Stanze, habe ich mir hier an den Karten schon mal die Ecken gestanzt und habe gedacht, ich gebe einfach die Karten noch mit dazu, dann kriegt das ganze Ding ein bisschen mehr Volumen. Ich habe also hier die Ecken gestanzt, habe mir hier Papier zugeschnitten, um die Karte vorne zu dekorieren. Und auch in diese Papiere werde ich mir das stanzen und mal gucken, ob das dann passt. Ja. Wenn ich jetzt hier rundherum den Abstand gleich lasse, dann habe ich hier unten so ein bisschen versetzt diese schönen Ecken. So werde ich das machen. Mir die Papiere auf die Karten kleben. Die Karten kommen mit rein. Die kann man dann verwenden als Grußkarten zum Weiterverschenken. Und die werde ich nur dahingehend dekorieren, dass ich mir hier aus diesen diese Vellum Transparentpapier diese dicken Blöcke, die es beim Action gab mit den verschiedenen Sprüchen, da habe ich mir drei davon mit verschiedenen Motivstanzern ausgestanzt. Also einmal Happy Birthday, dann das Thank You und dann Love What You Do. Damit werde ich die Karten dekorieren. Mehr mache ich damit nicht, so dass derjenige, der dieses Flipbook nachher mit den Karten bekommt, sie sich entweder selbst noch weiter dekorieren kann oder wenn er sie weiter verschenken möchte. Und wenn er mehr Deko braucht, außer diesem Spruch, dann kann er sie sich einfach selber noch dekorieren, wie er lustig ist. Und ich habe versucht, möglichst neutrale Papiere zu nehmen, die auch so ein bisschen zusammenpassen, dann wie so eine Serie. Ihr seht es schon hier mit den Streifen. Hier sind Punkte drauf und hier sind Karos. Und da werde ich diese Mittelpunkte praktisch aufbringen, so. Und weiter dekorieren und ausschmücken, zum eventuell weiter verschenken, wenn sie derjenige nicht in seinem Flipbook lassen möchte. Kann dann jeder noch, wie er mag, mit der Deko spielen, für denjenigen, dem er es dann wieder schenken will. Dann habe ich mir hier verschiedene Stempel rausgesucht. Damit werde ich noch ein bisschen stempeln. Und zwar hier so auf diesen Seiten, wo noch ziemlich viel frei ist. Ja, mal gucken. Rückseite, ja, hier ist zum Beispiel auch noch ziemlich viel frei. Also da werde ich noch so ein bisschen mit Stempeln arbeiten und werde die Karten reinstecken und vielleicht auch die Stempel noch ein bisschen kolorieren. Aber das ist dann, wie ihr das schon von mir kennt und wie es euch vielleicht auch geht, so ein Entstehungsprozess, der sich dann hinziehen kann. Also ich werde es jetzt einfach nochmal fertig dekorieren. Ihr seht ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich werde die Karten auch als Goodies quasi mit dazugeben. Und ich gestalte halt meine Flipbooks immer gerne so, dass wenn man dann diese ganzen Goodies rausgenommen hat, dass es trotzdem noch für sich schön aussieht oder vielleicht weiterverwendet werden kann, auch ohne Goodies.
Und da die ja jetzt heute hinten in die Taschen kommen, stört es gar nicht, wenn ich da vorne mich mit der Deko ein bisschen austobe. Das mache ich jetzt mal. Das Grundding habe ich euch gezeigt und die Einzelteile. Hier habe ich weiße Röschen gehabt, die habe ich ein bisschen angesprüht. Mit dem goldenen Spray, das ich mal in einem Design-Team-Paket von der Biene hatte. Das ist so wasserbasiert. Ich finde jetzt gerade die Flasche nicht, aber da könnt ihr ja irgendein Braun oder ein Gold oder was euch gefällt. Also die waren weiß und ich wollte sie passend hier so für in die Ecke haben, passend zu den Farben. Weiß wäre mir jetzt hier zu hart gewesen und die werde ich dann noch in die Ecke kleben. Und mehr ist eigentlich jetzt erstmal gar nicht geplant. Also ihr habt jetzt so den Grundaufbau gesehen, wie man es dekoriert, ist ja immer Geschmackssache. Und wenn es fertig ist, dann zeige ich es euch nochmal. So, ihr Lieben, es ist fertig. Und damit ich wieder Platz auf meinem Tisch kriege für mein nächstes Chaos-Projekt, möchte ich es euch jetzt nochmal fertig zeigen. Also hier vorne hat sich nichts geändert, außer dass ich die Blümchen aufgeklebt habe. Hier unten drunter ist noch so ein Blatt, so ein Metallblatt, so ein bronzefarbenes und so ein kleiner transparenter Schmetterling. Und wenn man die Seite jetzt aufklappt, habe ich hier diese Kattenreihen gemacht. Also einfach nur das Papier drauf, hier die Ecken gestanzt und in der Mitte so ein Vellum mit einem Spruch. Die Karte kann man hier rausziehen und kann sie weiter benutzen, um sie zu verschicken oder irgendwas damit zu basteln. Hier innen drin habe ich gestempelt, also alles, was hier schwarz ist, Rahmen, Rosen. Und habe die so ein bisschen mit meinen Glitzerpens. Ich glaube, das seht ihr jetzt gar nicht, dass das glitzert hier. Mit diesen Stiften. Mit den Glitzerstiften habe ich das so ein bisschen, das Grün und das Rot, so ein bisschen dekoriert noch. Und hier auf dieser Seite, das war ja vorhin schon, also diese Tasche, wo man was reinschieben kann, da habe ich so im Kontrast zu der schicken Dame hier das Mädel gestempelt, die gab es mal beim Action und die habe ich koloriert und ich glaube, deshalb muss ich es euch jetzt ganz nah zeigen, es ist gar nicht übel geworden und zwar habe ich Aquarellstifte benutzt und habe direkt von der Spitze mit meinem Wassertankpinsel Farbe aufgenommen und habe die so ein bisschen auf dem Mädel verteilt. Dann, wenn man hier aufmacht, hier ist auch wieder so eine Karte, die hier an den Ecken gestanzt ist mit so einem Spruch, wieder zum Rausnehmen. Dann habe ich hier unten so eine kleine Szenerie. Das Stempelset habe ich mal geschenkt bekommen mit zwei Stühlen und einem Tisch. Das habe ich alles mit meinen Glitzerpens so ein bisschen angemalt. Kolorieren würde ich das jetzt nicht nennen, eher angemalt. Und hier ist die dritte Karte. Und da ist dieses, auch wo man was drunter schieben kann. Das werde ich dann noch befüllen, bevor ich es verschicke. Und da habe ich auch an dem Grün und hier an dem Gelb und den Schmetterling und an der Blume so ein bisschen rumgeschmiert. Also nur so ganz zart so drüber. Also im Original, wenn man das so schräg hält, wenn ich es hier direkt vor mir habe, sieht man, dass das alles glitzert. Also da habe ich noch ein bisschen mit den Stiften gearbeitet, aber nicht wirklich viel, nur um eben ein bisschen eigene Deko noch mit einzubringen. Und dann habe ich hier auf der Rückseite, das war auch mal ein Stempelset vom Action, dieses Café. Das habe ich auch so ein bisschen versucht, bunt zu machen. Das ist bei so einer großen Szene immer ziemlich schwierig, weil man nicht so genau die einzelnen Stühle und Tische und so weiter treffen kann. Aber ich bin da doch so ein bisschen mit Farbe und hier oben auch an der Hauswand und an den Fenstern. Und diese Markisen habe ich hier versucht, so ein bisschen mit Rot. Die beiden Palmen, die habe ich nachträglich drauf gestempelt und habe die auch mit Aquarellstiften angemalt. Und hier oben überall Happy Birthday to you und diese Noten drumrum, die sollen dieses Lied, also wenn man dann singt Happy Birthday to you, sollen dieses Lied quasi andeuten. Deshalb fliegen hier überall die Noten rum und ganz oft Happy Birthday to you. Und das war mal wieder ein Flipbook von mir. Also wie gesagt, bevor ich das verschicke, werde ich es noch füllen. Da kriegt ihr allerhand rein in die großen Taschen. Da könnt ihr solche
Hier solche Stencil, die könnt ihr da reinpacken. Die passen hier super rein. Guckt natürlich oben noch ein bisschen raus, aber ist ja egal. Man kann das dann, wenn es befüllt ist, schön verpacken und derjenige nimmt dann alles raus. Und wenn er alles rausgenommen hat, hat er immer noch eine schöne, ein schönes Heftchen oder eine schöne Aufbewahrung für Fotos oder für irgendwelche eigenen Sachen, die er sich selber aufheben möchte. Das war mein Beitrag zum Thema Geburtstag. Ich habe, wie gesagt, schon lange kein Flipbook mehr gemacht und hatte mal wieder Lust drauf. Und die Umschläge haben sich angeboten und die Karten mit dazu zu geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den anderen Teilnehmerinnen reinschaut, die bei Miteinander fantasievoll gestalten, immer fleißig mitbasteln. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, der kann das gerne tun. Vielleicht werde ich jetzt öfter mal wieder ein Flipbook machen, weil Sachen, die man lange nicht gemacht hat, da muss man sich dann erst wieder so reinfuchsen und das ist auch blöd. Also man sollte schon ein bisschen in der Übung bleiben, finde ich. Dann tut man sich nicht so schwer, wie ich mir jetzt zum Beispiel mit Karten oder so, wenn man immer mal wieder sowas macht. Und dann ist es auch leichter, man vergisst es nicht. Also wenn ihr bei den anderen auch reinseht, dann würde ich mich freuen. Und wenn ihr nächstes Mal auch bei meinem Kanal wieder einschaltet, das wäre supi. Und bis dahin wünsche ich euch was. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Tschüss.